Herzlichen Dank, Herr Brandstedt. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen in die Runde. Das Thema heute ESG und Anleger ist natürlich etwas, was für mich persönlich schwierig war, in eine Viertelstunde zu passen. Deswegen bitte ich schon jetzt am Anfang um Entschuldigung, wenn es am Ende doch nicht 15, sondern vielleicht 17 oder 18 Minuten wären. Ich möchte auch deswegen gleich direkt starten und gar nicht so viel Zeit damit verbringen, über mich zu reden oder über die Merkur Privatbank. Das werde ich am Ende dann nochmal kurz in den Fokus rücken. Was mir wichtig ist, Ihnen einen kurzen Überblick zu geben über dieses Thema ESG. Zum einen möchte ich kurz am Anfang mal beginnen, mit den Begriffen einfach mal ein bisschen dahinter zu schauen, was verbirgt sich in dem Begriff ESG, und im zweiten Teil natürlich dann auch Ihnen ein paar Lösungen an die Hand zu geben, wie Sie denn auch als Anleger, als Investor oder vielleicht sogar als Anbieter einer Investition mit dem Thema ESG umgehen können. Was ist jetzt ESG? Es verbergen sich hinter diesem Akronym ganz verschiedene Bereiche. Der bekannteste Bereich, das E, steht für Environment oder Umwelt. Und da geht es im Endeffekt darum, dass die Umwelt geschont, nachhaltig bewirtschaftet werden soll und vor allen Dingen und am wichtigsten möglichst gering der Ausstoß an CO2 gehalten wird, um einfach die Erderwärmung in Grenzen zu halten. Das S im ESG steht für Social oder Soziales und betrachtet den nachhaltigen sozialen Umgang mit Menschen, mit Mitarbeitern, mit Lieferanten und Kunden. Das sind Themen wie Diversity, das sind sichere Arbeitsbedingungen, das ist Fairness, das ist Minderheitenschutz und vor allen Dingen eben aber auch soziales Engagement im Unternehmen. Und der dritte Punkt, das G, das steht für Corporate Governance, was übersetzt in etwa so viel bedeutet wie nachhaltige bzw. verantwortungsvolle Unternehmensführung. Und das wiederum umfasst im Endeffekt das Unternehmen, die Steuerungsprozesse und vor allem am wichtigsten eben das Achten von sowohl gesetzlichen, aber eben auch von gesellschaftlichen Regeln. Und zwar nicht nur, weil es im Gesetz steht, sondern aus Überzeugung. Bestes Beispiel ist hier immer die Bekämpfung von Korruption als wichtiger Punkt, bei dem Unternehmen halt durchaus auch involviert sind. Das erstmal ist ESG. Hier ist der Begriff tatsächlich sehr, sehr klar definiert, zumindest auf den ersten Blick. Was ist aber jetzt Nachhaltigkeit oder im Englischen gern als Sustainability bezeichnet? Und dafür eine Definition zu finden, ist ziemlich schwierig. Schauen wir mal zurück. Nachhaltigkeit ist tatsächlich keine Erfindung der Neuzeit, sondern es ist tatsächlich eine Erfindung, die auf einen deutschen Forstwirt zurückgeht, nämlich den Herrn Hans Karl von Carlowitz, der 1713 die Nachhaltigkeit dahingehend definiert hat, dass man in einem Wald nicht mehr Bäume fällen darf als nachwachsen. Daher kommt der Begriff. Und in der Neuzeit wurde er dann in den Fokus gerückt durch eine Komitee, die Brundtland-Kommission. Und hier ist Nachhaltigkeit dahingehend definiert, dass eine dauerhafte Entwicklung nur dann positiv ist, wenn es sowohl die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, also der aktuellen Generation, ohne dabei zu riskieren, dass künftige Generationen ihre Bedürfnisse nicht mehr befriedigt werden können. Oder einfach ausgedrückt, es geht darum, der nachfolgenden Generation eine Welt zu übergeben, die genauso gut und genauso lebenswert ist wie die Welt, die wir selber zu sehen bekommen hatten. Und aus diesem Brundtland-Bericht ist über 30 Jahre fast dann viele, viele Themen entstanden. Also die ökologische Nachhaltigkeit, das ist das, worüber die meisten nachdenken. Das ist der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen. Das heißt, den Verbrauch der Ressourcen gering zu halten, verwendete Materialien wiederzuverwenden, also Recycling. Aber auch womöglich auf regenerative Rohstoff- und Energielieferanten zu setzen und die Emissionen eben so zu halten, dass sie die natürliche Aufnahmekapazität nicht überschreiten. Es gibt aber auch die ökonomische Nachhaltigkeit. Und das ist schon mal ein wichtiger Begriff, der abzugrenzen ist, weil nicht immer, wenn ein Unternehmen von Nachhaltigkeit spricht, meint es die ökologische Nachhaltigkeit, sondern es kann durchaus auch die ökonomische Nachhaltigkeit meinen, was sich darauf bezieht, dass ein Unternehmen nicht an einer kurzfristigen Gewinnmaximierung interessiert ist, sondern vielmehr langfristig und dauerhaft an einem kontinuierlichen Umsatz- und Gewinnwachstum interessiert ist, um halt die Ressourcen, die das Unternehmen hat, schonend und dauerhaft einsetzen zu können.
sowohl was die materiellen Ressourcen angeht, was aber auch vor allem die Ressourcen Mitarbeiter angeht. Und dann gab es eben die Agenda 2030 der UN und dort wurden dann 17 Nachhaltigkeitsziele nochmal im Detail definiert. Man spricht hier wie immer gerne von Englisch SDG oder Sustainable Development Goals. Und diese Sustainable Development Goals, die sind wirklich extrem kleinteilig auf der einen Ebene, aber, und das kommen wir gleich dazu, extrem schwer dann materiell zu fassen. Es sind solche sozialen Ziele, keine Armut, kein Hunger, Gesundheit, Bildung, sauberes Wasser. Es sind aber auch gesellschaftliche Ziele wie die Geschlechtergleichstellung, grundsätzlich weniger Ungleichheit zwischen den einzelnen Ländern und Menschen, menschenwürdige Arbeit, Frieden und Gerechtigkeit, partnerschaftlicher Umgang der Länder untereinander. Es sind aber auch wirtschaftliche Ziele wie der Aufbau einer nachhaltigen Industrie, sind wir wieder bei der ökonomischen Nachhaltigkeit und einer belastbaren Infrastruktur. Und ganz am Ende und eigentlich relativ klein und kurz in diesem Punkteplan ist das Thema Klimaschutz, der Schutz der Ökosysteme, der Meere und des Landes. Und diese 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, warum habe ich sie reingepackt? Weil das ist der Dreh- und Angelpunkt für die Gesetzgebung, die jetzt dann im Endeffekt zu dem Thema Finanzen und Geldanlage dann überführt. Behalten Sie diese Ziele im Kopf. Darum geht es, wenn wir jetzt drüber sprechen, von nachhaltiger Geldanlage. Ja, wenn wir nachhaltige Geldanlagen definieren, auch da gibt es keine kurzen Definitionen. Ich habe hier schon mal die kürzestmögliche vom Forum Nachhaltige Geldanlage übernommen. Es gibt noch eine im Gesetz, da wäre die Folie kleingedruckt voll. Also es ist ein sehr umfangreiches Thema und man kann es nicht mit drei oder vier Worten zusammenfassen. Nachhaltige Geldanlage ist im Endeffekt verantwortlich, ethisch, sozial, ökologisches Investment, inklusive der Analyse, inklusive, dass halt diese Kriterien dann halt entsprechend auch formuliert und bei der Anlage dann berücksichtigt werden. Das Thema ist in aller Munde und das ist auch gut so. Allerdings muss man auch mal das Ganze kritisch betrachten, wie wird es denn umgesetzt, beziehungsweise wie wird es genutzt? 2019, das sind die Zahlen, die aktuell mir vorliegen, waren die nachhaltigen Anlagen in einem Volumen von rund 269,3 Milliarden Euro. Teilt sich auf verschiedene Anlageklassen aus, ist allerdings, und das ist das Wichtige, wenn man es vergleicht mit dem, was tatsächlich an Vermögen in Deutschland investiert wird, nur ein sehr, sehr kleiner Teil, nur eine Vergleichsgröße, allein das, was Privatanleger auf Konten gelegt haben in 2019, waren es 2,2 Billionen Euro. Das heißt knapp das Zehnfache. Und da ist eben noch nicht mit berücksichtigt, was ansonsten an Geld im Umlauf ist, an Vermögen. Da wäre man in der Größenordnung von etwa 7 Milliarden Euro knapp gewesen 2019. Und da sieht man dann im Verhältnis, machen die nachhaltigen Anlagen nach wie vor einen sehr kleinen Teil nur aus. Warum reden wir eigentlich gerade darüber? Das ist der Punkt. Wenn Sie heute in die Medien schauen, dann finden Sie ganz, ganz viele Schlagzeilen. Jede Publikation, wo es um Geldanlage geht, wird über das Thema Nachhaltigkeit geredet. Und das hat einen einfachen Grund. Und der nennt sich EU-Offenlegungsverordnung oder Sustainable Finance Disclosure Regulation. Diese EU-Offenlegungsverordnung wurde 2019 verabschiedet, basiert auf der Agenda von 2030. Und ist im Endeffekt am 10.3., also vor etwas mehr als anderthalb Monaten, in Kraft getreten. Und seitdem läuft die Maschine. Und was sagt jetzt diese EU-Offenlegungsverordnung? Sie richtet sich im Endeffekt an alle, die irgendwo mit Geld zu tun haben. Also in erster Linie natürlich Anbieter von Anlageprodukten, zum Beispiel die Fondsgesellschaften, alle Banken und Sparkassen, aber auch zum Beispiel freie Finanzvermittler. Und was müssen die tun? Offenlegungsverordnung, da steht es schon im Namen drin. Sie müssen offenlegen, wie sie sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben. Was sie selber tun im Bereich Nachhaltigkeit, wie sie die Risiken einschätzen aus den Nachhaltigkeitsfaktoren. Das ist der Punkt. Das muss jetzt im Moment, und zwar eben seit dem 10.3.2021 ganz aktiv
von diesen Anbietern definiert und nach außen getragen werden, mit dem Ziel, dass sie als Anleger selber entscheiden können, wem sie ihr Geld zur Verfügung stehen. Und das ist der Hintergedanke hinter diesem ganzen Thema Offenlegungsverordnung. Sie als Anleger sollen wissen, wie der Mensch, das Unternehmen mit dem Geld umgehen, was sie ihnen geben. Natürlich mit dem Hintergedanken, dass sie nur den Unternehmen Geld geben, die auch in eine nachhaltige Geschäftsstrategie investieren bzw. umsetzen. Hat den Grund, dass halt die Staaten selber schlichtweg einfach nicht das Kapital haben, von sich aus ausschließlich in Nachhaltigkeit zu investieren und in Nachhaltigkeitsfaktoren zu fördern. Deswegen versucht man halt hier die gesamte Gesellschaft mit einzubinden, also sprich alle Anleger. Das Problem ist, dass in der EU-Offenlegungsverordnung vieles noch nicht geregelt ist, beziehungsweise vieles sehr schwammig, nicht klar geregelt ist. Es gibt nämlich extrem großen Auslegungsspielraum, was denn jetzt eigentlich positiv auf Nachhaltigkeitskriterien wirkt. Es gibt keine einheitlichen Kriterien, nichts, woran man es messen könnte, um die Aussagen der Unternehmen dann tatsächlich auch zu prüfen. Das fehlt alles noch. Das ist zwar alles in Planung, kommt aber vermutlich erst 2022 und vielleicht sogar noch nicht mal am Anfang 2022. Und was auch nicht geklärt ist, das ist das Verhältnis zwischen den einzelnen Nachhaltigkeitszielen. Und ich möchte das einfach mal anhand von drei Fällen kurz mal darstellen, und zwar bewusst provokant, indem ich mal ein paar Fragen stelle. Die erste Frage, die ich stelle, ist Atomstrom grüner, also nachhaltiger Strom? Und diese Frage werden Sie ganz unterschiedlich beantwortet bekommen. In Deutschland ist Atomkraft, und zwar aus gutem Grund, wegen der Betriebsrisiken und vor allen Dingen wegen der ungeklärten Entsorgungsproblematik, nicht nachhaltig eingestuft. In Frankreich dagegen oder auch in Finnland wird Atomkraft als ESG-konforme Energieerzeugung angesehen, weil es eben kein CO2 produziert, also sprich dem Emissionsschutz extrem zuträglich ist in der Energieerzeugung. Und hier gibt es auch bisher keine Einigung auf europäischer Ebene. Und so wird halt in Frankreich gegebenenfalls ein Unternehmen, was Atomstrom produziert, als grünes, nachhaltiges Unternehmen eingestuft, in Deutschland dagegen nicht. Lieblingsthema E-Auto. Ist es nachhaltig, obwohl jetzt bei der Produktion der Batterien große Mengen seltener Rohstoffe eingesetzt werden? Zum Beispiel 10 bis 12 Kilogramm Lithium pro Batterie, im Motor sogar noch seltene Erden in relativ großem Umfang. Der Abbau von diesen seltenen Erden erfolgt primär in Südamerika und Afrika. Und zum einen werden da sehr große Mengen Wasser benötigt, die der Bevölkerung nicht mehr zur Verfügung stehen. Und zum anderen ist es auch das Thema, dass da durchaus, und jetzt sind wir bei dem sozialen Faktor, menschenwürdiges Arbeiten. Gerade in Afrika werden bei der Produktion häufig auch Kinder eingesetzt und die Bedingungen, unter denen produziert wird, sind alles andere als menschenwürdig. Dritte Frage: Inwiefern sind denn Handelsunternehmen tatsächlich für ihre Lieferantenkette verantwortlich? Klar wird Adidas bei uns in Deutschland in der Zentrale sämtliche Standards einhalten, die Arbeitsschutz betreffen oder auch den sozialen Umgang mit den Unternehmen. Aber wie sieht es denn tatsächlich aus mit der Produktion in den Produktionsstandorten in Asien oder in Afrika? Werden dort auch tatsächlich die Umwelt- und Sozialstandards eingehalten? Das ist extrem schwer bis gar nicht nachvollziehbar. Deswegen gibt es ja auch immer wieder die Diskussionen. Es geht auch weiter bis hin in die staatliche Seite, wenn man sich jetzt anschaut, wie H&M und China in Konflikten miteinander stehen. Schwierige Frage. Mit diesen Regelungslücken und diese bitte im Hinterkopf behalten, deswegen auch ist grün immer grün oder ESG immer ESG, gibt es dann konkrete Vorgaben, was zu berücksichtigen ist und wo Sie als Anleger jetzt darauf achten können. Denn seit dem 10. März müssen Anbieter von Fonds darlegen, welche Strategie sie verfolgen. Und da gibt es insgesamt drei Möglichkeiten: Artikel 6, 8 oder 9 Fonds. Darüber wird im Endeffekt gerade debattiert. Artikel 6 bedeutet, der Fonds analysiert die Risiken aus ESG-Faktoren, verfolgt aber keine Nachhaltigkeitsstrategie und die Risiken für den Fonds müssen veröffentlicht werden, damit Sie darüber Bescheid wissen. Artikel 6-Fonds ist der normale Fonds, um es einfach zu machen. Artikel 8, Risiken werden berücksichtigt.
Das heißt, es wird zumindest mal ein oder zwei der drei Nachhaltigkeitszielen in der Anlage versucht zu minimieren. Es sind aber noch keine nachhaltigen Anlagen. Anders ausgedrückt, Artikel 8 Fonds versuchen, die schlimmsten Nicht-ESG-Unternehmen auszuschließen. Und dann kommen die Artikel 9 Fonds. Das sind dann tatsächlich Nachhaltigkeitsfonds, die fördern aktiv die Nachhaltigkeit. Das heißt, sie verfolgen eine Anlagestrategie, die darauf ausgerichtet ist, dass nur in Anlagen und Unternehmen investiert wird, die einen positiven Einfluss, im Englischen einen Impact, auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele haben. Die Fonds, die bisher mit dem Thema Nachhaltigkeit geworben haben, werden zum großen Teil in Artikel 8 wiederzufinden sein. Die Artikel 9 Fonds gibt es im Moment am Markt sehr wenige und das sind oftmals dann sehr riskante, im Zweifelsfall auch einzelausgerichtete Fonds, die dann zum Beispiel ausschließlich in Windkraftanlagen investieren oder in Solarenergieanlagen. Was gibt es sonst noch? Welche Mittel und Wege haben Sie als Anleger, um tatsächlich ESG-konform anzulegen? Das Gute ist, es gibt fast in jeder Anlageklasse und in jeder Anlageform bereits Lösungen, die nicht immer 100% gut sind, aber die zumindest mal einen Anfang darstellen, um für Sie einen Anhaltspunkt zu liefern. Zum Beispiel eben die ESG-konformen Fonds in Artikel 8 oder 9. Aber auch Aktien von Einzelunternehmen. Sie finden heute für die meisten großen Unternehmen tatsächlich von verschiedenen Anbietern ESG-Ratings, wie diese Unternehmen tatsächlich die ESG-Kriterien dann auch einhalten und damit positiv darauf einwirken. Es gibt auch mittlerweile am Anleihenmarkt tatsächlich Varianten, die nur dazu genommen werden, dann ESG-konforme Projekte verwendet werden. Das heißt, Sie können sicher sein, dass Sie das Geld, was investiert wird, auch dann in Projekten wiederfinden, die ESG fördern. Und es gibt Zertifikate auf ESG-Indizes. Und da möchte ich noch mal ein bisschen ins Detail gehen, weil dieses Thema ESG-Indizes, das ist quasi neben den Fonds der wichtigste Punkt für den Anleger. Auch da gibt es drei verschiedene Varianten. Es gibt Indizes, zum Beispiel von MSCI oder SRI, beziehungsweise von S&P, die zum Beispiel nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Das heißt, es werden aus einem bekannten Index, zum Beispiel dem Aktienindex DAX oder dem sogenannten globalen Aktienindex MSCI World, die Unternehmen ausgeschlossen, die nach bestimmte Negativkriterien anwenden. Zum Beispiel, es werden alle ausgeschlossen, die mit verbotenen Waffen handeln oder produzieren, die Tabak produzieren, Waren produzieren. Also all die werden dann tatsächlich ausgeschlossen. Da muss man sehr genau hinschauen, welche Ausschlusskriterien gelten. Beispiel wäre hier der DAX 50, ein relativ noch junger und unbekannter Index, der die deutschen Unternehmen betrachtet. Wenn Sie also vom DAX 50 hören, dann ist das der ESG-Index der deutschen Unternehmen. Dann gibt es den Best-in-Class-Ansatz. Der ist ein bisschen feiner als das Ausschlussverfahren. Denn hier geht es jetzt darum, dass aus einem Index genau die Unternehmen herausgefiltert werden, nicht die, die schlecht sind, sondern die besonders gut sind. Das heißt, man nimmt zum Beispiel die 10% besten, die im Bereich Umwelt, Gesellschaft oder Governance tätig sind, oder die 25% der am besten gerateten Unternehmen. Dazu zählt die relativ große MSCI SRI-Indexfamilie. Also SRI ist bei diesen Indizes das Kürzel für das Rating der ESG-Kriterien. Und dann gibt es den Impact-Ansatz. Der lässt sich am ehesten mit dem Artikel 9 bei den Fonds vergleichen. Und hier wird genau geschaut, dass nur Unternehmen in so einem Index aufgenommen werden, die mit ihrem Geschäftsmodell aktiv daran mitwirken, dass die Agenda 2030-Ziele dann tatsächlich auch eingehalten werden. Also nur Unternehmen, die wirklich etwas Positives tun, kommen hier hinein. Beispiel der Stoxx Global ESG Impact Index. Und den habe ich nochmal ein bisschen im Detail herausgesucht. Im Endeffekt werden hier die Faktoren CO2 und Energieeinsparung berücksichtigt, als ökologisches Ziel, Frauen in Führungspositionen als gesellschaftliches Ziel, Unabhängigkeit der Unternehmensführung und Umgang mit Kinderarbeit als unternehmerische Ziele.
Und es werden halt auch noch ausgeschlossen alle Unternehmen, die halt Waffen produzieren oder in der Kohleförderung tätig sind. Und jetzt gab es ja immer die Befürchtung oder das Vorurteil, wer in Unternehmen investiert, die ESG-konform arbeiten, könnte eventuell von der Rendite her schlechter dastehen, als und wenn er nicht in diese Unternehmen investiert. Ich habe mir mehrere Indizes angeschaut und tatsächlich war es nur in wenigen Fällen der Fall. Es gibt die Fälle, ganz ohne Frage, aber es gibt auch viele positive Fälle, wo tatsächlich etwas mehr sogar verdient werden kann. Und das ist hier beim Stoxx Global ESG Impact der Fall. Ich habe mal über die letzten 3 Jahre geschaut. Orange ist der ESG-konforme Index und blau ist der MSCI World, also der Index aller oder der größten Unternehmen weltweit. Und Sie sehen, dass tatsächlich besonders in den letzten 1,5 Jahren die Entwicklung der ESG fördernden Unternehmen besser ist als der weltweite Aktienmarkt als solches. Man kann also sogar mit der richtigen Auswahl eine Überrendite erzielen. Ja, Handlungsoptionen für Anleger. Dazu zählt, und jetzt bin ich auch am Ende, dass Sie gerne auch zu uns in der Merkurbank kommen können. Wir haben eben durchaus schon die Kompetenz in der Vermögenswahl und Anlageberatung mit dem Thema, dass wir auch für Sie die ESG-konforme Anlage passend zu Ihren Zielen finden. Wir sind da sicherlich jetzt keine grüne Bank. Das will ich gar nicht behaupten. Wir sind nicht eine Bank, die ausschließlich ESG anbietet. Überhaupt nicht. Aber wir sehen es als durchaus eine Möglichkeit in der Anlageberatung, auf Ihre Ziele und Wünsche einzugehen. Und wir finden auch dafür die passende Lösung. Genau wie es Herr Brandstätter vorhin gesagt hat. Wir bieten oder wir produzieren die nicht im eigenen Haus, sondern wir gehen genau hin und schauen uns am Markt an, was sind die besten Lösungen. Und genauso wie wir das bei den klassischen Anlagen machen, dass wir dahin gehen und die besten Lösungen raussuchen, machen wir das auch bei den ESG-Anlagen. Und dazu gibt es dann auch noch ein Goodie von uns drauf, nämlich 1,5% Zinsen aufs Festgeld für 6 Monate. Wer bei uns sein Depot aufstockt, seine Anlage in Wertpapieren erhöht, egal ob durch Neuanlage oder auch im Zweifelsfall, wenn er Wertpapiere zu uns überträgt, kriegt das im Moment noch voraussichtlich zumindest noch die nächsten 6 Wochen die 1,5%. Und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich Ihre Fragen beantworte.